Moin, meine liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück bei mir auf dem Kanal. Ich bin Andreas von Working on a Dream und es wird Zeit für unser Depot-Update zum Quartalsende Nummer 3 jetzt. Ich habe hier schon mal die Grafik anzeigen lassen vom Jahresverlauf sozusagen. Können wir vom letzten Q3 gucken. Da sehen wir relativ genau eine Nullentwicklung, ganz leicht im Minus sozusagen von hier 13, minus 13,3 jetzt auf minus 14 im Gesamtverlauf. Ich habe tatsächlich noch ein paar Dinge bereinigen müssen, habe ich gesehen, ist mir irgendwie scheinbar entgangen, aber jetzt beim Angucken ist es mir aufgefallen, was einen Reverse Split von BNGO anging, wurde die Position auf jeden Fall viel zu groß angezeigt. Deswegen sind die Zahlen insgesamt jetzt leicht verschoben zum Halbjahresupdate. Also von einem Spitzenwert hier Anfang des Jahres bei ungefähr minus 17 sind wir inzwischen hier auf minus 14 wieder angestiegen, aber im Grunde geht es uns ja jetzt hier um die Quartalsentwicklung, sprich von minus 13,7, sagen wir mal, auf ziemlich genau minus 14, 13,9, also minus 300 sozusagen im Quartal ist das Ergebnis der letzten 3 Monate. Wie schaut unsere Verteilung aus? Ja, aufgrund diverser Schwächen anderer Positionen sieht halt Tesla irgendwie immer stärker und noch stärker aus. Wobei sie selber natürlich auch ein bisschen gewachsen ist. Also ich bin ja jetzt schon seit einigen Wochen in der Position, zumindest wieder leicht im Plus. Mein Einstiegswert war ja umgerechnet, was den Split angeht, den letzten bei ungefähr 210, 220 Euro. Das heißt, ich bin im Augenblick so in etwa mit 10% plus minus ein bisschen was im Plus. Ne? Habe ich vor, die Position zu verändern, nur weil sie im Verhältnis zu meinem Depot so riesig ist? Bin ich ganz ehrlich, nein. Habe ja in diversen Videos über die Jahre auch meine Meinung hoffentlich deutlich genug zum Ausdruck gebracht, warum ich der Meinung bin, dass es auch völlig okay ist, in einer Position derart stark gewichtet zu sein, selbst wenn es kein ETF ist. Ist halt meine persönliche Einstellung dazu, aber Tesla wird auf jeden Fall zusammen mit meinen Kryptominern definitiv noch ein paar Jahre so bleiben, unverändert, unangetastet. Wenn nicht gerade die Welt untergeht und ich irgendwas liquidieren muss, dann bleibt das auf jeden Fall, wie es ist. Meine Nummer 2 Position wird natürlich genährt von der Stärke, die hier Nvidia hauptsächlich an den Tag legt im Verhältnis zu den anderen Positionen. Das ist mein E-Sports und Gaming ETF. Für alle, die es nicht kennen, da sind da Positionen wie Tencent ist dabei, Nvidia, AMD. Also alles, was in und um Computerchips und ähnliches was zu tun hat. Natürlich auch E-Sports, also Spielehersteller und. Ja, also Nintendo, solche Dinge. Aber Position finde ich nach wie vor super interessanter Bereich. Für mich hat es hier im Augenblick den Anschein, dass es schon seit Ewigkeiten eine sehr, sehr stabile Position ist. Also im Grunde wie ein kleines Bankkonto mit einer Option drauf, dass irgendwas daraus sich entwickelt. Insofern finde ich die ganz cool und werde sie auf jeden Fall auch belassen. Ja, Micron, keine Ahnung, gibt immer mal gute und mal schlechte Nachrichten. Auch das relativ stabil, mehr oder weniger um den Einkaufspreis im Augenblick rum herum. Insofern, da bin ich noch nicht ganz sicher, ob ich die Position nicht auflösen werde und aktiv in einige Kryptowährungen umschichte. Das ist noch so ein bisschen was potenziell hier passieren könnte. Von dem, was ich verfolgen kann, wird überall dargestellt, als ob quasi jetzt die Talsohle erreicht ist. Dadurch, dass natürlich dann viele aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus und so weiter, viele ne, möchte gern Unternehmen, die auf beispielsweise Elektroautos umsteigen wollten oder ihre Chip-Bestellung deutlich reduziert haben, ja, weil eben ihre Investitionen dann doch flöten gegangen sind oder sie gesehen haben, dass das alles gar nicht finanzierbar ist auf lange Sicht. Insofern war dann da die Nachfrage in dem Sektor doch deutlich schwächer noch als erwartet. Ja, nicht nur von mir, von vielen anderen auch. Das Tal ist angeblich, ja, also die eigene Guidance sieht nicht so schlecht aus. Könnte aber durchaus noch ein halbes Jahr dauern, bis dann auch sich die Umsatzzahlen wieder nach oben entwickeln, wie man das gerne hätte. Langfristig bin ich natürlich felsenfest davon überzeugt, dass wir immer mehr und mehr Chips für alles Mögliche auf der Welt brauchen werden. Was nicht nur mit dem Bevölkerungswachstum zusammenhängt, sondern auch mit vielen anderen Dingen. Aber
Ja, deswegen, da bin ich noch nicht sicher, ob ich die Position behalten will. Im Moment ist es natürlich ganz nice, immer so eine kleine Dividende zu kriegen, aber nachdem die ja auch überschaubar ist, ja, bin ich noch nicht ganz sicher, ob das hier. Aber irgendwie habe ich da immer das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich zu ungeduldig bin, weil es halt doch vielleicht eher ein, ja, wie die Autoindustrie vielleicht, die klassische bisher jedenfalls, ein, ne, so ein Up-and-Down, zyklisch. So eine zyklische Geschichte halt ist. Insofern weiß ich noch nicht genau, aber potenziell steht die Position hier am Abschuss. Mal gucken. Und Dropbox, ja, super Position, ist im Augenblick irgendwie so immer zwischen 10 und 20% im Plus. Super Geschichte, entwickelt sich nach wie vor super positiv, also sehe keinen Grund daran, irgendwas zu verändern. Ich habe sie natürlich verringert für meine nächste Position. Habe ich ja auch erklärt gehabt, aber das ist eben jetzt im letzten Quartal tatsächlich dann auch umgesetzt worden, nämlich der Neueinstieg in PayPal. Ja. Ich bin jetzt ganz leicht im Minus, weil PayPal eben noch mehr nachgegeben hat, aber ich finde, bei allem, was ich sehe und höre zu der Firma, ja, die Umsatzentwicklung ist super positiv. Man ist schon fast an die Rona, man muss ja schon sagen, Boom Earnings ist man schon fast wieder dran. Obwohl jetzt quasi kein außergewöhnliches Umfeld mehr herrscht, dass alle nur noch online bezahlen wollen oder alle nur zu Hause sitzen. Es ist ja im Grunde wieder relativ normales Leben auf der ganzen Welt. Insofern finde ich das schon sehr, sehr beeindruckend, dass das, ja, die Umsatz- und auch Gewinnzahlen grenzwertig Rekordniveau haben, der Vermögenswert oder die Aktie aber an der Börse irgendwie ein, was ist das, von 300 auf ungefähr 60 runter ist. Also, ne? Ein Fünftel. Und ja, insofern fand ich das einfach eine zu schöne Gelegenheit, ein bisschen ähnlich in Anführungszeichen wie Facebook vor ungefähr einem Jahr, wo es halt aufgrund dessen, dass sie natürlich jedes Quartal irgendwie Milliarden über Milliarden rausgeballert haben in ihre Metaworld, ja, Hoffnungen und dann aber irgendwann die Trendwende kam und die Aussage, dass man da jetzt nicht mehr einfach Milliarden versenken würde ins Nichts. Insofern dann auch wieder Profitabilität da ist und von jetzt auf gleich wieder Phönix aus der Asche das Ding sich irgendwie, weiß ich nicht, verdreifacht hat oder so von Tiefstand, ganz genau weiß ich nicht, guckt da selber nach. Aber finde ich den Verlauf für PayPal jetzt komplett unrealistisch? Wird das relativ schnell wieder solche Höhen erreichen wie vor ungefähr 2 Jahren? Nö, muss es aber auch nicht. Aber finde ich die aktuelle Bewertung absurd niedrig und wollte ich deswegen zumindest in eine kleine bis mittlere Position haben. Ja, ich bin damit knapp 700 € da drin. Insofern, ja, definitiv. Ja. Was ich auch mir noch vorstellen könnte, generell abzustoßen, weil ich auch so ein bisschen da mit dem Gedanken spiele, ob ich mich aus China verabschieden soll oder nicht. Ich habe ja eigentlich auch nur noch zwei Positionen. Nämlich Alibaba und Huya. Huya im Grunde ja mehr oder weniger ein Totalverlust. Wobei es halt auch dann die Frage ist, ob es Sinn macht, die paar Netsch, die da drin sind, jetzt auszulösen und woanders reinzustecken. Oder ob es dann nicht mehr Sinn macht, auf einen potenziellen künftigen China-Zyklus zu spekulieren oder nicht. Weil ansonsten wäre natürlich, wenn man in ein anderes aufstrebendes Land investiert sein möchte, sowas wie Indien, durchaus interessant, wobei ich dann sicherlich nicht mehr, vermutlich jedenfalls, nicht mehr die Route von Einzelpositionen so ohne weiteres gehen würde, sondern eher tatsächlich über einen gestreuten ETF oder sowas. Aber ist alles relativ unkonkret, deswegen, ne, sage ich es auch nur so vage an, aber das ist eine Position, wo ich nicht sicher bin, ob das allzu schnell sich in irgendeiner Form bewegen wird. Und da ich eben ganz andere Erwartungen beispielsweise für den Kryptosektor habe, für in relativ absehbarer Zukunft, ja, da reden wir eher von 1,5 Jahren als nächsten Bullzyklus, mit auch potenziell tatsächlich deutlich mehr als 100% Rendite auf die aktuelle Bewertung, bin ich halt schwer am Überlegen, ob das nicht tatsächlich Sinn macht, da die restlichen Geldwerte rauszuziehen oder ob die Firmen tatsächlich, also Alibaba wäre ja wirtschaftlich tatsächlich noch locker stark genug, um selber eine vernünftige Entwicklung hinzulegen, wenn sie denn mal irgendwie freie Fahrt hätten und nicht permanent
ne, über die letzten 2 Jahre ja doch sehr viel von oben, vom Staat her Beeinträchtigung erlebt haben. Aber Ruja, ja, habe ich tatsächlich auch schon eine Weile jetzt nicht reingeguckt, weil es eh unter Ferner liefen lief. Insofern das nur zur Info. Ja, also potenziell Micron, eventuell Alibaba, aber eher Micron. Oh, schon alleine aufgrund der Situation, dass ich da nicht wirklich für den Minus wäre. Ein nicht uninteressante Position zu verändern, dahingehend, wo ich noch stärker überzeugt bin, dass eine positive Entwicklung relativ absehbar in der Zukunft liegt. Ja. Meine andere Bank sozusagen, abgesehen vom ETF und Dropbox, ist Nokia. War ja schon viel deutlicher im Plus, hat aber natürlich auch in den Veränderungen ein bisschen jetzt wieder federn lassen, bin aber immer noch im Plus. Insofern schöne Sache. Kommt auch regelmäßig eine kleine Dividende rein, auch ganz nice. Daher, ja, das wäre das zweite Feld, was ich mir hauptsächlich mit Micron zusammen vorstellen könnte, eventuell zu verändern. Auf der anderen Seite bin ich aber auch, ne, schwer geneigt, Dinge, die einfach stabil laufen, laufen zu lassen, damit ich nicht zu spekulativ in mein Depot werde. Ich bin natürlich grundsätzlich der Überzeugung, deswegen sieht mein Depot auch so aus, wie es aussieht, dass wenn ich bei, ne, 20, 25 Entscheidungen hier auch nur eine finde, die sich sensationell entwickelt oder ja, überdurchschnittlich gut entwickelt, dann ist es wurscht, was die 24 oder 19 anderen, ganz egal wie viel das jetzt gerade hier sind, ja, tatsächlich machen, so gut wie. Ja. Natürlich ist es schöner, wenn man gleichzeitig sieht, dass nicht alles gegen Null tendiert. Wir haben ja hier so zwei, drei Positionen, die mehr oder weniger tatsächlich ein Totalverlust waren. Insofern, das tut natürlich weh. Da ist es auf jeden Fall schöner, wenn man dann einfach sieht, dass die Aktie halt sich nicht positiv entwickelt, aber zumindest auch nicht negativ. Auf der anderen Seite finde ich es natürlich schöner, wenn ich mir das Potenzial von Tesla angucke oder eben das, was ich dem Kryptosektor betrachtet auf die heutige Niveau-Ebene, was ich dem an Entwicklungspotenzial beimesse, dann macht es natürlich wenig bis gar keinen Sinn, eigentlich so eine Position zu behalten. Ist halt die Frage. Ist natürlich viel mehr Explosionspotenzial in dem, ne? Wer weiß, was da wirklich schon passieren wird. Aber auf der anderen Seite, wenn auch nur die Hälfte von dem passiert, was ich erwarte, wäre ich natürlich grenzwertig blöd, wenn ich es nicht riskiere, nachdem das eh in Anführungszeichen alles Risikokapital ist, worauf ich nicht angewiesen bin, macht es ja eigentlich auch Sinn, Dinge, die sich auf absehbare Zeit nicht wesentlich entwickelt werden, in Dinge umzuschichten, wo meine persönliche Überzeugung eben am allergrößten ist. Ja, dann kommen wir auch schon zu den beiden Kryptominern. Kann ja auch mal wieder ein Update eigentlich dazu machen. Da hat sich doch einiges bei beiden getan. Aber definitiv Positionen, die ich so nicht veräußern werde. Auf gar keinen Fall. Nicht bevor wir nicht ungefähr Mitte 25 spätestens nach dem nächsten Halving-Event, was ja für Bitcoin Mitte 24, Anfang Mitte 24 stattfinden wird. Demzufolge sollte der nächste Bull-Zyklus ungefähr mit 6 Monaten Verspätung plus minus ein bisschen was kommen, ja. Das kann sich natürlich auch alles nach vorne verschieben, wenn Regulierungsgeschichten weltweit in irgendeiner Form eine freie Fahrt bieten für Großinvestoren. Und da haben wir jetzt ja schon mit den Gerichtsverfahren in den USA, was die Börsenaufsicht verloren hat, ja, und ihre Einstellung gegenüber den ETFs, die da beantragt wurden von BlackRock und anderen, überdenken muss und überarbeiten muss und anders begründen können muss, wenn sie sie weiterhin ablehnen möchte. Ja, das haben die jetzt natürlich weitestgehend rausgeschoben bis in den Anfang des nächsten Jahres. Aber aus meiner Sicht, überall wo man hinguckt, die Regulierung in China kippt gerade hin zum Positiven. Die Regulierung in Europa wird zwangsläufig auch hin zum Positiven kippen müssen. Sobald eben alle Großinvestoren eingestiegen sind, wird das Ganze auch, ne, regulatorisch so klar freigegeben werden, dass aus meiner Sicht der nächste Bullzyklus unvermeidlich ist. Und ja, wenn der ähnlich verläuft wie die letzten drei, dann
reden wir halt vom jetzigen Niveau für Bitcoin allein irgendwas um eine Vervier- bis Sechsfachung vermutlich. Ja, ist alles kein Ratschlag von meiner Seite, keine Kaufempfehlung, keine Vermögensberatung. Ihr wisst es eh, macht da immer eure eigenen Recherchen und Gedanken euch dazu. Aber das ist meine persönliche Erwartungshaltung für Bitcoin. Das heißt, für andere Kryptowährungen prinzipiell sogar auch noch mehr als das, als Multiple. Insofern sehe ich gar keinen Grund, warum ich aus solchen Positionen rausgehen sollte. Es sei denn, ich shifte weg von dem, dass ich indirekt hier investiert bin über die Kryptominer, um direkt in die Kryptowährung zu gehen. Das wäre das einzige Szenario, wo ich diese Positionen oder eine davon oder Teile von den jeweiligen in Betracht ziehe, zu veräußern zum jetzigen Zeitpunkt, um dafür direkt in die einzelnen Währungen einzusteigen. Aero, ja, hält sich in einem relativ schwachen Niveau. Unser kleiner Elektro-Utility-Fahrzeug-Anbieter. Habt aber auch tatsächlich lange nicht mehr reingeguckt. Muss mal gucken, was da so der aktuelle Stand ist. Was ich tatsächlich super finde, ist die nächste Firma Palantir. Wann immer ich auch nur irgendwo hingucke, dann sieht man, wie die 1-Millionen-Auftrag nach dem anderen an Land ziehen, immer profitabler werden. Jetzt vor kurzem wieder eine neue AI-Software rausgehauen haben, also veröffentlicht haben sozusagen, um den Markt damit zu erobern und da ja auch schon einen riesigen Regierungsauftrag von der USA an Land gezogen haben. Also das ist auf jeden Fall so ein kleiner Sleeper hier noch im Depot, den ich unbedingt auch behalten will. Ich bin da natürlich vor ungefähr 2 Jahren relativ früh zu einer beträchtlichen Bewertung eingestiegen, aber ja auch nur mit 400 damals. Insofern bin ich nicht mehr so weit im Minus. Aber das ist ja auf jeden Fall eine Firma, wer ein bisschen an so Unternehmenssoftware und AI und so weiter glaubt, die sollte man sich auf jeden Fall ein bisschen genauer angucken. Ja? Kann ich nur jedem ans Herz legen. Ob man das jetzt zum jetzigen Zeitpunkt kaufen sollte oder nicht, ist eine andere Geschichte. Ne? Aber Palantir auf jeden Fall wesentlich interessanter, als ich im ersten Eindruck damals gedacht hatte, was natürlich deutlich, bevor ich es gekauft habe, der Fall war. Ne? Da war dann meine Meinung schon eine andere, aber ja. Trulieve, ja, Trulieve wäre auch was ich tatsächlich mir nicht vorstellen kann, so ohne weiteres zu veräußern, weil ich finde, dass die Bewertung jenseits von Gut und Böse niedrig ist. Der Markt ist natürlich, ne, was Hanf angeht, relativ umkämpft, nicht nur in den USA generell und deswegen natürlich auch von einem starken Preisverfall für viele Produkte grundsätzlich gekennzeichnet. Aber die Firma ist natürlich einfach auch eine der größten in den USA, eine der profitabelsten seit jeher. Und auch wenn das jetzt die letzten 2, 3 Quartale quasi keine wirkliche positive Profitabilität da war aufgrund diverser Dinge, sobald da auch regulatorisch die Situation sich verändert, dass es nicht mehr per se illegal ist, damit Geschäfte zu machen, ja, sondern zumindest für den Privatkonsum legalisiert wird in irgendeiner Form, muss ja nicht mal so weit gehen wie in Amsterdam oder in Holland, aber ne, so in etwa in die Richtung, dann glaube ich schon, dass sich da einiges einfach aufgrund auch von der Steuerbelastung der zusätzlichen, die man trägt, deutlich positiv auf das Ergebnis unterm Strich auswirken dürfte. Und dann sehe ich da auch wieder einen vernünftigen Kursanstieg kommen. Ja, ist meine persönliche Meinung, ne? Aber deswegen würde ich auf jeden Fall das jetzt nicht veräußern. Genauso NextEra Energy, mein nachhaltiger Energieerzeuger. Im Grunde sind die restlichen Positionen jetzt alle mehr oder weniger unter ferner liefen, klein, als dass ich da nicht wirklich Sinn drin sehe, die zu veräußern. Wenn ich es zusammennehme, wären es natürlich trotzdem noch ein paar hundert Euro, die man gezielt irgendwo anders reinstecken könnte und vielleicht, ne? Wie erläutert an dem Krypto-Beispiel gerade, sinnvoller oder mit mehr Überzeugung irgendwo anders eben anbringen könnte, wo auch vielleicht viel realistischer der momentan noch theoretische Verlust, dann aber natürlich praktische Verlust wieder wettgemacht werden könnte. Es wird dann natürlich aber dadurch, dass man auch stärker konzentriert ist, ein Stück weit risikoreicher, das Ganze so zu machen. Insofern bin ich noch nicht hundertprozentig überzeugt, ob und wenn ja, welche ich von den Kleinstpositionen hier in irgendeiner Form
verringern oder gar auflösen würde. Bei NextEra Energy sehe ich es im Augenblick nicht, StoneCo auch nicht wirklich, NNDM sowieso nicht, Purple eigentlich auch nicht, BNGO möchte ich gerne halten. Das wäre was, was ich im Grunde auch nie auflösen würde, weil ich an das Produkt einfach glaube. Aber der Rest ist halt so winzig dazwischen, dass es im Grunde egal wäre, weil ich erwarte jetzt nicht, dass Huya oder Tupperware erwarte ich tatsächlich eigentlich schon, dass ich das irgendwann wieder erholen sollte. Aber sowas wie Huya oder andere Positionen da unten kann man wahrscheinlich auch veräußern. Ob das Sinn macht für die paar Netzstand, das umzuschichten, muss man sich angucken. Habe ich jetzt jedenfalls keine definitive Entscheidung getroffen. Insofern bleibt das Depot auch im Augenblick so, wie es ist. Ihr wisst es eh, sobald ich mich entscheide, so wie es hier mit PayPal geschehen ist, dass ich hier eine Position verändere, veräußere oder eben dazu hole, mache ich natürlich vorher in mein Video dazu. Aber das soll es hier zum Depot-Update gewesen sein. Ich bin, wenn ich ehrlich bin, sehr happy, sowohl mit der Entwicklung, dass es da nicht noch wieder weiter nach unten geht. Kann natürlich sein, kommt ein bisschen darauf an, wie das Zinsniveau jetzt wirklich weitergeht. Da gab es ja mittelschöne Aussagen kürzlich aus den USA. Insofern durchaus möglich, dass wir hier noch nicht am Ende der Talfahrt sind. Dadurch, dass nächstes Jahr aber ein Wahljahr in den USA ist, wird niemand da drüben auch nur ansatzweise rote Zahlen an der Börse sehen wollen. Und historisch gesehen sind Wahljahre eine sehr, sehr gute Börsenjahre in den USA gewesen. Ich bin hier sehr stark US-lastig. Insofern, plus ich bin hier in irgendwas investiert, wo ich glaube, dass es trotz einer scheinbar hohen Bewertung sensationell unterbewertet ist. Insofern bin ich ziemlich entspannt, dass da die nächsten Jahre sehr viel Gutes für uns in petto haben sollten. Aber gucken wir einfach mal. Ja. Das soll es hier zum aktuellen Quartalsergebnis Q3 gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, hoffe ich natürlich auch, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann, denkt dran, arbeitet immer auch in eurem Traum. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.